Ja, dann. Okay. Du bist. What the fuck is that? Alter. Da geht was. Kommt da jemand? Nö. Oh oh. Da steht das hier bei mir, oder? Tudum. Nö. Was ist hier los? Don't look at me. Hat er sich verwandelt? Oh, geht nicht weiter. Alles etwas siffig auf dem Teil, ja, ne? Gut, die Schotten werden sich da heimisch fühlen. Da konnte ich jetzt nicht irgendwie, ne? Nee. Okay. Um hinter dich zu schauen. Ich will eigentlich gar nicht hinter mich schauen. Alter, wir hätten das Schnüffelstück gebaut. Guck mal da hin. Alter. Bloody Rookies. Habt ihr eine Ahnung, was so ein Teil kostet? Sind doch bestimmt 4 Zoll, 5 Zoll. Oh, dann muss ich da durch. Wie viele Bolzen wollt ihr nutzen? Ja, genau. Ich schätze mal, das war ein 12er oder ein 15er Bolzenschnitt. Also mit Wegrennen ist hier wirklich gar nichts. Muss ich jetzt mal so sagen. Ja, machen wir noch Tomb Raider und tauchen. Ja, kaltes Wasser, ne? Boah, Alter, warum sind hier Mücken? Ich habe nie Mücken hier drin. Der Lehrling durfte üben, genau. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich wollte erst Resident Evil 3 zocken. Aber ja. Das hier geht ja schneller von der Stundenzahl her. Ne, muss ich da jetzt? Soll ich da? Ne? Ja, das Ding. Ah, von der Seite zeigt es mir an. Oh, wow, wow. Das sah groß aus. Stick!
Wir sind im scheiß Tank gefangen. Da ist Gibbo. No. Nee, Douglas, genau. Douglas. Douglas. Jesus. No. He can't be. Shit. Oh. Oh, God. Weg hier. This thing is evil, man. Wollen wir zumachen? Nee. Lassen wir es offen. Wir wollen dem Gibbo ja auch die Chance geben, uns zu verfolgen, ne? Schreck mich nicht. Was? Was hast du gemacht, Digga? Komm, beginnen. Wenigstens mal gucken. So ein bisschen Action hier reinkriegen. Nee, kommen wir nicht durch. Okay. Hey ho, let's go. Da kann man hoch. Da kann man hoch. Und da kann man gucken. Alter! Doch, wir sind richtig. Aber... Nee, brauchen wir nicht nochmal hoch. Gib uns da 10. Ihr Problem für diese Lösung, genau. Sag mal, gibt's Kripostat eigentlich mittlerweile mal laktosefrei? Also ich finde ja schon, dass das Zeug funktioniert. Aber halt auch hintenrum, wenn man laktosentolerant ist. Und das macht es dann nicht gerade besser. Also schon, aber anders halt, ne? Da ist gar keine Tür. Zum Wohnbereich. Er macht schon ein bisschen kühl, aber nicht kalt. Honey, get warm. Ja, komm. Jesus. Ja, aber die... Gut, ist ein günstiger geworden, aber trotzdem. Ich will den nicht verschwenden für sowas. Halt's mal an. The heat is on. Fuck. The heat is on. Just stop thinking about it. Jesus. Prost. Check den Shop, meine Lieben. Ray. Ray. Ah. So. Gucken mal, ob wir noch Überlebende finden. Wollen wir eine Wette abschließen? Ich bin bestimmt der Einzige hier. Is anyone here? Kennen. Oh, Telefon. If there's anybody here, fucking say something! Ja. Hallo? In 7 Tagen wirst du tot sein. It's O'Connor. I've got Bruce and Fergus with me. You know what's going on? No, but we hit something. You need to get out of there. Don't need to tell me twice. Listen, something's wrong in engineering. It's not safe. We'll go through the leg and come up through the underrick. Rennick, better give the evacuation. O'Connor? You have to go through accommodation. It's all blocked. Do you hear me? O'Connor. 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 Da ist das Vieh.
Gully Boak. Komm doch her, Alter. Komm doch her. Ja gut, die nassen Handschuhe zu wärmen, ne? Wenn sie trocken werden, macht das schon Sinn. Na, bevor ich das Stockwerk verlasse, schmeißen wir erstmal den Weihnachtsbaum um, der ziemlich geile Farben hat, ne? Das Grün. Seht ihr das auch so? Ja. Schick. Beautiful. Ah, ist zu. Einfach den Radiator mitnehmen. Kann sich das Vieh auch mal den Glibber wärmen. Ja, genau. Vielleicht ist es ja sogar hitzeempfindlich. Weil wenn es unter der Erde aus dem Wasser kam, dann mag es bestimmt Kälte. Optik generell schick in dem Spiel. Ja, ne? Bin positiv überrascht. Ah, Container haben sie zugemacht. Roy! No, he's not here, fuck. Verriegelt. Go around the crew lounge and try the galley. Ah. Please be there, mate. So. Gucken wir uns mal ein paar Leichen an, würde ich sagen. Oh, da ist ein Weihnachtskranz auf dem Tisch. Ah ne, Weihnachtsbaum. Hier sind wir wieder. Trot. Hübsch, ey. Trot. Is that you in there? Alter. Komm, wir gucken. Fernseh. Popeye, der Seemann. Öffnen. Trotz! Trotz, is that you? I can hear you, man. Open the door. Natürlich voll von dem Boden, genau. Trotz, the door's blocked. I can't get to you. What's up, wee man? Are you hurt? Hast du gehört? Eben hat er es geschafft. Ich glaube, das war Verstopfung. Eben ist alles rausgeplätschert. Ne, dann machen wir lieber nicht auf. Das stinkt bestimmt. So. Hallo, hallo. Wer baut denn so einen Gang, ohne da irgendwie Quartiere hinzumachen? Hallo? Jemand da? Ah. Speisesaal. Die Lampen über den Tischen waren ja auch geil. Ja? Muss ich kurz mal gucken. Habe ich nicht drauf geachtet. Ah. Billardlampen. Ja, schick. Auf jeden Fall. Schön. Ich war in den 90ern mal in so einem Billardclub. Da hatten die auch solche Lampen aus Glas. Die waren schick. Alter, warum ist es so verwüstet hier? Und keiner will es gewesen sein. Keiner ist da. Oh. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Machen wir es spannend. Bloody hell, fire! Ah. Get in, quick! Thank God you're alright. Jesus, what are you doing in here? What do you think I'm doing in here? What the bloody hell is going on? I don't know. People are dying, Roy. Dead? Who's dead? How? Douglas. Trotz, I think. No. I don't know, Mrs. it's this thing.
think it's doing something to people. It's a geile Idee. I don't know what to believe, you know what I mean? I really do. I saw something out on the deck. I didn't stay to look, it just scared the shit out of me. I should barricade the door. We can't hide, Roy. We have to get off this rig right the fuck now. Well, without Rennick say so. Roy, did you hear Rennick? What, you think we're getting evacuated? He'd want everybody back at work if we were at the bottom of the North fucking sea. Right. The lifeboats, then? Aye. You stay. Barricade the door. Let me clear a path, and once we're ready to go, I'll come and get you, right? I'll be here, don't worry. Komm doch mit, Digga. It's extra prayers in. We're gonna need them. Guys, Was soll ich denn alleine machen? You won't leave me. It's bloody terrifying out there. I'm not leaving you, Pat. I wouldn't blame you if you did, mate. I mean, you've got all the food in here for a start. Listen, get your man upstairs on the case. And I'll see you soon, right? Ja, der baut sich da einen Prepper-Bunker. Begib dich nach unten zu den Rettungsbooten. Das klingt nach einem Plan. Guck mal, die haben das Fritteusenfett gewechselt, beziehungsweise abgelassen. Haben die etwa zugehört vorhin? Geile Spülmaschine. Die sind extrem effiziente Dinger. Da ist wieder so ein. Da kann ich durch. Will ich da durch? Jo. Hauptsache nach unten. Jesus. Oh, das sieht da interessanter aus. Wie sich die Augen noch bewegen, ne? Nice. Nicht spucken jetzt. Da tropfst du aus dem Darm. Guck mal da. Ja, ne? Muss man immer jetzt meckern, bevor was passiert. Zu. Yo. Jesus. Oh, my heat. What the hell? What is that? Oh, fuck. Maybe I can go through the laundry. Genau. Go through the laundry. Da können wir durch. Können wir aufmachen noch? Nee. Digga, mach doch die unteren zwei Schrauben auch ab, dann ist sie nicht so schwer. Aber ich kann keine Waffe einsammeln, ne? Okay. Okay. Naja, kann man nicht drunter gucken. Ja, genau, wollen wir das mal leiser, ne? Die Dinger aufzuschrauben. Hallo? Anybody in here? Wer hat denn das gebaut? Sag mal. Ja, ist abgeschlossen. Occasionally high. Wintry showers. Moderate or poor. Time, Dogger, Fisher. Southwest 6 to gale 8. Perhaps severe gale 9 later. Rough or very rough. Squally showers. Oh, da kann man sich wieder verstecken. Occasionally poor. Müssen wir das? German Bight, Humber. Southern 6 to gale 8. Oh, und da ist ein Rettungsweg. Da kommt gleich was, da kommt gleich was. Kennst du den Film Uzumaki? Daran muss ich immer bei Waschmaschinen denken. Nee, den kenne ich nicht. Klingt nach einem Anime oder so.
Gucke ich gar nicht so. Hier sehen Sie die Geschichte der Waschmaschine. Von den frühen 60ern bis zu den frühen 90er Jahren. Aber ich da. So ein Waschmaschinenmuseum. Locked. So, und jetzt kommt einer rein. Kann ich mich gleich hier verstecken. Nö. Ich da hoch? Nö. Da wurde ein in der Waschmaschine zu Tode gewirbelt. Oh, das kommt mir bekannt vor. Das kommt mir bekannt vor. Ah, Uzumaki. Wird das... Nee. Hab's gerade verwechselt mit Horotsuki Dodji. Das waren ganz üble Filme. Da. Der Darm rächt sich an mir für die vielen Haggis, die ich gegessen habe. Also, nicht ich. Das Vieh.